Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zur 20. Episode von Trading bei FIFA Allstars. Am Anfang habt ihr schon gesehen, dass der Ayush Punjabi oder wie er heißt, also ein Abonnent von mir, hat auf jeden Fall 20.000 von mir geschenkt bekommen. Das habe ich ja in der letzten Episode gesagt, weil er mich einfach so toll supportet und da wollte ich einfach was zurückgeben. Und dann würde ich sagen, verlosen wir heute 40.000 und zwar müsst ihr genau dasselbe machen wie bei der letzten Episode. Einfach wieder 3.100 Startpreis, 4.000 Sofortkaufpreis für 3 Tage reinstellen und diesmal aber 10 Spieler reinstellen. Damit das eben dann 40.000 ergeben. Und ja, Freunde, das ist auf jeden Fall mal die kleine Verlosung, die es jetzt immer gibt bei Trading by FIFA Allstars. Ja, Freunde, dann möchte ich mich noch recht herzlich bedanken für 40 Likes, für über 40 Likes. Bei der letzten Episode, da habt ihr echt richtig viele Daumen nach oben dagelassen und dafür ein riesiges Dankeschön. Ich finde es wirklich cool, dass ihr mich so toll supportet. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt dann aber auch schon mit der heutigen Methode. Hier könnt ihr nochmal die Spieler sehen, die ich dem Ayush oder wie er heißt, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Tut mir wirklich leid, falls das falsch ausgesprochen ist. Auf jeden Fall sind das deine Spieler, die ich dir abgekauft habe. Und ich würde sagen, wir stoßen jetzt einfach mal schnell ab, denn die kann man, glaube ich, nicht für wirklich viel verkaufen. Wahrscheinlich schon, aber das ist mir jetzt einfach zu mühsam. Und ich würde sagen, wir füllen die Transferliste heute mit der neuen Trading-Methode, mit den Karten der neuen Trading-Methode. Und die ist echt richtig, richtig geil. Denn wir suchen hier mal Heilungskarten und sowas habe ich wirklich noch nicht auf YouTube gesehen. Zumindest in dieser Art und Weise habe ich vorher gerade erst herausgefunden, würde ich mal behaupten. Dann schauen wir einfach mal bei der Heilungskarte. Okay, dann seht ihr schon, okay, die gehen schon für ein bisschen was weg. Hier zum Beispiel Knie geht für fast 700 Coins weg und das ist schon mal richtig nice. Und es ist eigentlich egal, ob es Bronze, Silber oder Gold ist. Auf jeden Fall ist wichtig, dass wir hier 200 suchen. Und dann suchen wir einfach mal. Aber wir können auch vorher Gold machen, damit wir nicht so weit nach hinten scrollen müssen. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Hier werden wir wahrscheinlich nichts finden, denke ich. Und ja, so sieht es auch aus. Denn die Kopfkarte sozusagen, die Kopfverletzungskarte ist nichts wert. Das müsst ihr auf jeden Fall beachten, denn die geht wirklich nicht weg für 200 Coins. Also sie wird vielleicht weggehen, aber ihr seht es eh schon, da sind so viele drinnen, da bekommt man keine verkauft. Und deswegen machen wir es mit Silberkarten und dann mit Bein geht das ganz gut, mit Oberkörper und mit Fuß auch. Natürlich mit seltenen auch ganz gut. Und bei den Bronzenen, da findet man natürlich am meisten. Und Arm geht auch nicht so gut, können ihr machen, ist aber auch nicht so gut. Oberkörper geht auf jeden Fall, aber 300 Coins würde ich für Oberkörper nicht ausgeben. Aber 300 Coins für Fuß und für Bein und für Knie kann man auf jeden Fall ausgeben. Und ich suche jetzt gleich mal ein Beispiel hier. Ja, 250 Coins. Okay, gut, komisch. Ich finde jetzt gerade keine Beispiele. Ich würde sagen, wir suchen einfach nochmal bei Silber. Vielleicht finden wir da ja jetzt was. Okay, auch nicht. Dann schauen wir einfach mal nochmal bei Bronze vorbei. Vielleicht hat sich ja jetzt was getan, vielleicht sind neue Karten auf den Transfermarkt gekommen. Das könnt ihr auf jeden Fall richtig gut nach einem Spiel machen. Einfach mal vorbeischauen und dann Oberkörperkarten, Oberkörperkarten, Kniekarten, Beinkarten und Fußkarten kaufen. Und dann stellt ihr die einfach für 150 Startpreis und 5.000 Sofortkaufpreis oder irgendeinen Sofortkaufpreis. Auf jeden Fall 150 Startpreis und die werden dann wirklich gut verkauft. Die gehen da für 500 Coins ungefähr weg und da macht ihr auf jeden Fall einen satten Gewinn. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Transferliste, wenn ich 30 Heilungskarten ergattert habe und sie dann auch schon reingestellt habe. Nur so eine kleine Anmerkung am Rande. Ihr könnt es auch gerne so machen, wie ich es hier gerade mache. Ihr schaut einfach bei der 59. Minute, scrollt dann immer nach links und nach rechts und dann werden die neuen Objekte gleich eingeblendet. Das heißt, ihr seid die Ersten, die dann auch sehen. Und das könnt ihr dann mit Gold, Silber und Bronze gleichzeitig machen. Und so geht es auf jeden Fall sehr, sehr schnell. So Jungs, ich habe jetzt alle Objekte für 150 Coins bis 5000 Coins reingestellt und dann hoffe ich einfach mal, dass sie sich so für 400 Coins locker verkaufen werden und dass sie dann einen schönen Gewinn rausholen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Stunde wieder, wenn sich alle Objekte verkauft haben. Da sind wir auch schon wieder, Freunde. Wir haben 25 Objekte verkauft und ich muss dazu sagen, macht die ganze Sache lieber nicht mit der Heilungskarte Knie und Oberkörper. Das funktioniert nicht allzu gut. Hier könnt ihr es nämlich sehen. Knie verkauft sich dann teilweise nur für 150 Coins und das ist dann natürlich ein Verlust. Und das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Also kein Oberkörper und kein Knie. Oberkörper funktioniert, mach mal Knie auch. Aber macht es lieber nicht, macht es mit Fuß, Bein und mit den seltenen Heilungskarten. Hier könnt ihr es auch schon sehen, 1200 Coins. Das ist richtig, richtig nice gewesen.
Und dann am Ende haben wir sogar einen für 5000 Coins verkauft. Unglaublich. Hier hat sich einer einfach den für 5000 geschnappt, diese Karte. Richtig, richtig geil gelaufen ist das hier. Und da auch 600 Coins. Also die Methode funktioniert auf jeden Fall nicht schlecht. Aber macht es, wie gesagt, nicht mit Knie und Oberkörper. Das kann nämlich ziemlich in die Hose gehen. Und dann würde ich sagen, stellen wir hier noch diese zwei hier auf den Transfermarkt und hoffen einfach, dass sie bis zum nächsten Mal auch verkauft werden. Und dann haben wir auch noch ein paar Verträge. Da stellen wir jetzt alles auch noch rein, denn irgendwann muss ich das auch mal reinstellen. Okay, das war's auch schon. Dann einen Hawk, das habe ich ja auch einmal aus diesem Free-Pack gehabt, was wir hier einmal geschenkt bekommen haben von EA. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir hier alles reingestellt, so, das passt dann so. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war's es auch schon wieder mit der heutigen Episode. Vergesst nicht, 10 Spieler in die Kommentare zu schreiben. 3100 Startpreis, 4000 Sofortkaufpreis, 3 Tage. Und ja, Freunde, dann werde ich mir da ein paar raussuchen. Also von einem werde ich dann wieder alle Spieler kaufen und das beim nächsten Video wieder reinschneiden. Und dann würde ich sagen, war's es mit dem Video. Falls euch die Methode gefallen hat, falls ihr mehr Trading bei FIFA Allstars sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, war's es mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer: Ciao Leute, FIFA Allstars!